Sozialwissenschaften. Die Sozialwissenschaften beschäftigen sich mit Strukturen und Handeln in modernen Gesellschaften und fragen danach, warum Organisationen, Kollektive oder einzelne Menschen das tun, was sie tun, wie die Gesellschaft sie dabei beeinflusst und welchen Einfluss sie selbst auf die Gesellschaft haben. Ich habe mich entschieden, Sozialwissenschaften zu studieren, weil mich schon immer interessiert hat, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten und auch wie eine Gesellschaft überhaupt funktionieren kann. Angewandt werden die Sozialwissenschaften in der Forschung natürlich, aber auch in Politikberatung. Das ist relativ vielfältig. Für Sozialwissenschaftler gibt es ganz viele Berufsfelder, in die man irgendwie mal gehen kann. Das geht irgendwie von der Personalabteilung, also was ganz Theoretisches, bis zu politischen Organisationen oder politischen Parteien. Und durch meinen Politikschwerpunkt zieht es mich auch eher in politische Organisationen, also NGOs. Womit beschäftigen sich Sozialwissenschaften sonst noch? Anhand von Modellen versuchen sie herauszufinden, wie Institutionen und Systeme in einem Land funktionieren und in welcher Wechselwirkung sie mit der einzelnen Person stehen. Um das zu erforschen, verwenden sie qualitative und quantitative Methoden. Dabei lernt man viel über Politik und Teilhabe auf nationaler und internationaler Ebene, über Veränderungsprozesse und man kann auch das Verhalten einer Gruppe von Menschen voraussagen. Wenn man Sozialwissenschaften studieren will, dann sollte man Freude daran haben, analytisch zu denken und mit Theorien umzugehen, mit denen man erstmal nicht viel anfangen kann, die erstmal ziemlich verwirrend sind. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Ein Beispiel dafür, was man in Sozialwissenschaften lernt, ist die Essersche Badewanne. Man versucht, ein großes Phänomen in der Gesellschaft zu erklären, zum Beispiel eine Massendemonstration. Und um das zu tun, versucht man sich darüber klar zu werden, warum jeder Einzelne sich entschieden hat, auf diese Demo zu gehen. Ich habe mich nach der Schule für Stuttgart entschieden als Studienstandort und für Sozialwissenschaften hier, weil es nur wenige Unis gibt in Deutschland, wo Soziologie und Politikwissenschaften so verknüpft sind. Also in Stuttgart läuft alles sehr praxisnah und sehr an der Realität orientiert und dass man versucht, eben Phänomene aus dem Alltag so theoretisch zu begreifen. Möchtest du auch wissen, warum die Gesellschaft so tickt, wie sie tickt?